Okay, und da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore nach einer weiteren Pause. Und ich muss leider sagen, ich habe ja die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass ich darauf warte, dass die Mudbricks texturiert werden. Also abgesehen davon, dass die neue Version vom Texturenpack aus irgendeinem Grund nicht mit Sodium und so funktioniert, also mit dem Mod-Setup, das ich im Moment habe, passen die Bricks auch überhaupt nicht zu dem, was ich vorhatte. Also ich hatte ja gehofft, dass das perfekt passt. Aber leider sind sie kein guter Ersatz für Sandstein. Ich habe dann letzte Woche ausgesetzt, damit ich die Gelegenheit habe, schon mal Schulkerboxen zu füllen und an die entsprechenden Orte zu bringen, auch die Schematics schon mal zu setzen, damit wir die ganzen Sachen in einer Tour durchbauen können. Damit es einfach auch praktischer ist, am Ende, wenn ich dann das Replay-Mod-Footage habe, daraus ein Timelapse zu machen. Deswegen, das machen wir gleich. Ich überlege nur gerade, ob wir vorher wir das noch zu Ende bauen oder ob wir das vielleicht am Schluss anhängen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, weil ich überlege, ob man dann hier dann nämlich Beetroot und dann hier vielleicht die Zuckerrohrfarmen hinmacht. Beziehungsweise vielleicht hier ein bisschen und hier, dass der Bereich genutzt ist und wieder hinten die Zuckerrohrfarmen wegmachen können. Was Farmen angeht, müssen wir sowieso noch einiges uns überlegen. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, zum Beispiel eine Knochenmehlfarm zu bauen mit Moos. Also Moos, das halt die ganze Zeit Stein umwandelt. Genau, Moos-Knochenmehlfarm. Wir brauchen noch eine Drown-Farm. Da müssen wir noch gucken, wohin damit. Ja, wie gesagt, ich möchte sie nicht irgendwo haben. Ich hatte überlegt, ob man die Moos-Knochenmehlfarm irgendwo hier reinbringen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht nur mehr, an welcher Stelle. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. Irgendwo hatte ich schon mal gegraben und dann festgestellt, dass es da gar nicht passt oder nicht richtig platziert wäre. Vor allem, weil ich halt nicht möchte, dass so eine Farm. Ich meine, es wäre zwar gut, wenn sie ins. Ich glaube, hier war das ursprünglich geplant, damit es irgendwie nach unten füttern kann. Es wäre natürlich gut, wenn so eine Farm dann direkt ins Sortiersystem einbündet. Aber ich möchte auch nicht, dass sie das Sortiersystem die ganze Zeit auslastet und es ein Problem gibt, wenn wir hier noch Sachen reinschmeißen. So, die Wolffarm ist da, glaube ich, wesentlich angenehmer. Apropos Wolffarm, die Wolffarm habe ich heute auch tatsächlich mal eingesetzt. Also, ich meine, sie läuft ja die ganze Zeit durch, weil wir vielleicht ein paar Betten brauchen werden, weil ich überlege auch, ob wir heute vielleicht das eine Haus schon mal füllen als Villager-Breeder, damit wir in dem Ort, den wir heute bauen, auch ein bisschen Leben haben. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Villager am besten dahin kriege, weil ja, das ist ja schon ein ganz schönes Stück. So, im Moment sind die Villager aber hier noch am sichersten, weil wir können sie nicht die ganze Zeit in hier im Dschungel haben. Das ist einfach nicht sicher genug. Aber hier, dann geht's hier runter und da geht's wieder rauf und das ist einfach nur schrecklich. Und wir müssen dann jedes Mal aussteigen mit einem Pisten, dann das wieder hochschieben. Ich weiß noch nicht, was. Wir müssen das zweimal machen, das kommt noch dazu. Also vielleicht sind wir mit Loren und Schienen besser dran. Ach, wir haben ja auch noch hier Gravel. Das geht ja auch gar nicht. Das nehmen wir auch mit. Das brauchen wir hier nämlich auch nicht mehr. Den ganzen Shit müssen wir eigentlich mal mitnehmen. Hatte ich nicht. Ein paar Schienen hatte ich hier drin, aber nicht viele. Okay, müssen wir bei Gelegenheit mal holen. Beziehungsweise, komm, wir gehen mal gerade zurück, holen die Sachen und dann können wir auf dem Weg schon mal Schienen legen. Und dann müssen wir nämlich die Villager nur da reinkriegen. Beziehungsweise, ich glaube, das machen wir vielleicht als erstes. Wir machen, bringen die Villager rüber, weil dann können die sich nämlich schon mal vermehren, während wir darauf warten, dass, also während wir bauen, können die halt schon mal das Gebiet bevölkern. Das braucht ja auch so seine Zeit.
Das Problem ist, wir bräuchten dafür am besten halt Brot. Und Brot ist halt. Können wir Brot nicht kaufen? Ich glaube, Brot kann man von Bauern kaufen. Weil das Ding ist, Weizen ist im Moment rar, weil wir brauchten so viele Heublöcke für die Dächer von den Gebäuden. Das war echt knapp. Also Weizen. Wir haben einfach zu wenig Knochenmehl. So, hallo. Genau, du verkaufst Brote. Und du auch. Komm, bei der Gelegenheit holen wir auch Karotten. Einfach, weil wir schon mal hier sind. So, ich finde es ja da sehr schwierig, dass die nicht so oft ihre Sachen resetten, wie sie sollen. Also zweimal handeln mit den beiden ist schon echt schwierig. Hier, jetzt hast du aber was gemacht. Ich überlege auch, ob ich vielleicht unter den... Weil die benutzen ja auch gelegentlich den Komposter und dann geht er ja auch rauf, ob man da nicht vielleicht mal versuchen sollte, einen Hopper drunter zu packen. Wo ist jetzt der eine? So, benutzt jetzt den Ball bitte. Wir probieren das mal gerade. Oh, nein. Stomp. Das wollte ich auch nicht. So, NPCs kommen hier nicht runter. So. Bisschen überkompliziert, wie ich das hier mache, aber das wird schon. Da könnte man nämlich da eine Kiste hinpacken oder halt ein Fass. Ich glaube, ein Fass wäre sogar glatt besser. Habe ich aber gerade nicht dabei. So, hast du uns dich mal inzwischen resettet? Ja, hast du. So, weil die Brote, das reicht für bestimmt, ja, das reicht für einiges an Villagern. Und ist halt viel inventareffizienter. Ich überlege, ob wir nicht vielleicht mal ein Villager-Transport-Kit brauchen. So, Schienen hatten wir ja einige. Minecarts benötigen wir auch.
Aber ich hatte keine mehr rumliegen. Frage gehen. Schienen auf. Sehr gut. Das können wir auch als Block verwenden, um dann die Schienen da drauf zu packen. Wir brauchen noch zwei Minecarts. Ohne Texture Pack spielen. Ich glaube, dann geht einiges kaputt. Ich habe eh die Befürchtung, dass das mit dem Texture Pack ein größeres Problem wird, dass ich das im Moment nicht updaten kann. Ich hoffe halt, dass ich das, wenn ich irgendwann wieder Minecraft updaten kann und die Mods auch updaten kann, dass sich das dann von selber löst. Weil auf Optifine gehen ist im Moment für mich keine Option eigentlich. Moment, da lang. Ja, seid doch mal ruhig. Ansonsten müsste ich echt mal alle Ordner durchgehen, die das Texturenpack so hat, und schauen, was davon verhindert, dass ich das Ding laden kann, weil. Wenn ich versuche, die neuen Versionen zu laden, resettet Minecraft komplett einfach die Texturenpacks und geht wieder auf Vanilla ohne alles. Irgendwas ist da drin, was es nicht mag. Und mit Optifine geht es, aber es geht halt nicht mit meiner Installation. Das wird gleich lustig. Vor allem müssen wir auch hier wieder aufräumen, dann, wenn wir die Schienen verteilen. Aber ich glaube, das ist alles weniger anstrengend, als irgendwie mit Booten hier versuchen, die hier durchkriegen zu wollen. Naja, fast. Haben wir auch? Nein, hier haben wir nichts. Egal, können wir gleich füllen. Na, sehen wir auch schon die erste Fischerhütte. Den Turm habe ich auch gebaut und ich habe festgestellt, dieses Easy Place von Lightmatica ist einfach mega gut. Also damit werden wir das in Windeseile bauen können. So, hier, dann brauchen wir eine Ender Chest, wir brauchen Steine und wir brauchen das hier. Dann brauchst du ja einen Bauarbeiter, der ist hier, sozusagen, ja. So, wir brauchen noch eine Druckplatte. Machen wir es. Ja, machen wir es so. Ah, was ich jetzt nicht mitgenommen habe, war eine.
Falltür. Haben wir hier irgendwo ein bisschen Holz? Weil ich habe zwar welches mitgemacht, aber das ist für Betten. Oh, hier ist so viel Shit. So, hier, boom. Nein. So. Eigentlich ist damit im Prinzip der Breeder schon fertig. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich mal zur Abwechslung schlafen. Einfach damit wir nicht die ganzen Monster auf dem Weg haben. Ich habe das Gefühl, ich werde die Axt benötigen. Wenn jetzt Zombies rumlaufen, läuft ja auch noch mehr rum. Wir gehen erstmal auf die andere Seite. Bei Unterständen müssen wir eh in zwei Etappen arbeiten. Und ich hoffe, dass es halt einfacher wird, dann die anderen Breeder zu füllen, sobald wir den hier haben. Weil einfach dann generell mehr Villager hier rumlaufen und sich dann hoffentlich auch mal welche verirren. Wir haben ja Reserven. Und ich stelle fest, was wir auch auf jeden Fall schon mal einbauen müssen, ist der Eisengolem. Also unter dem Haus, damit sich die Golem-Spawns generell ein bisschen in den Grenzen halten. Ach Mist.
geht ja nicht gleichzeitig Kurve und Dings. Ja. Dann halt so. So, hier wird er ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Moment, das ist nicht gut. Wir brauchen es so. Okay, wir dürfen keinen. Aber das geht. Also ich darf an der Seite keinen soliden Block setzen, aber ich darf darunter einen Block setzen. Manchmal sind Minecrafts Regeln doch sehr willkürlich. So, wir gehen auch mal. Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Aber ist so besser. Es kann sogar sein, dass beide in ein Minecart gehen, jetzt wo es mir auffällt. So, ganz, okay, dann halt nicht. Dann machen wir es so. Probieren wir es mal. Und damit ihr auch nicht auf die Idee kommt, zurücklaufen zu wollen. Nein, 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 nein. Ah. Das ist. Haben wir hier eine Regenerations. Wir haben, glaube ich. Boah, zum Glück haben wir ja Tränke. Wir haben nur nicht die Möglichkeit, hier mit Wasser zu arbeiten.
Ja, da müssen wir halt damit leben, dass uns vielleicht einer. Ich hoffe, dass uns keiner verreckt von den beiden. So, ihr rennt nicht zurück. Das lasst ihr schön bleiben. So, ab mit euch durch das Portal. Komm. Nein. Kommt. Ihr wollt doch bestimmt raus aus der Hölle, oder? Sag mal, die will nicht ins Portal? So, Nummer 1. Und dich direkt hinterher. So, und wenn wir. Wenn du jetzt. Hallo? Der ist gerade ernsthaft zurückgelaufen. Die sind. Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Die laufen zurück. Die laufen einfach zurück. Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Ich will eure Fresse nicht mehr in der Hölle haben. Ich laufe jedes Mal an euch vorbei. Habt ihr maximales Stockholm-Syndrom entwickelt oder was? Sind Masochisten. Ja, es ist möglich. So. Das Ding ist, ich glaube, das Minecart muss sich bewegen, damit sie einsteigen können. Ja. Der andere bitte auch. Und dann machen wir nämlich hier zu. Dann machen wir hier. Nein! Okay, zum Glück zählt es anscheinend immer noch, als ihr wart noch nicht außerhalb des Portals. Ja. So. Komm. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, warum willst du nicht? Warum willst du nicht hier raus? Ins Boot gehen Sie sofort rein. Man kann es nutzlos mit Mods. Dafür bräuchte ich aber dann Mods, die das halt entsprechend verbinden. Und da habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so die Lust drauf. So, jetzt bewegt euch aber mal. Ja, Nummer 1. Nur ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack, weil das hier ist noch nicht so safe. So, nimmst du jetzt auch den zweiten mit? Oder brauche ich dafür eine zweite Lore? Nein. Oh, Leute.
Geh zurück. Komm an, geh zurück. Du brauchst eine zweite. Ja, wieso sind die so zögerlich dabei, in die Loren reinzugehen? So, jetzt. Oder mach halt das Boot ins Minecart. Ja gut, das geht ja auch irgendwie. Einmal schlafen. Und dann probieren wir das. Ob wir die darüber kriegen. Ich habe auch das Gefühl, wenn sich Loren gegenseitig anstoßen, dann... Ja. Hallo. Wenn sie Fahrt aufnehmen, nehmen sie Fahrt auf, aber gerne auch mal in die falsche Richtung, wie man sieht. Ich glaube, der Anfang war schwierig. Der Rest ist, glaube ich, okay. Ich mache mir halt vor allem Sorgen, dass hier noch Creeper auftauchen. Ja, hier nehmt ihr Geschwindigkeit auf. Kann ich mir auch die Gesundheit von einem Mob anzeigen lassen? Ich glaube nicht, oder? So, ich freue mich, wenn wir auch hier die Flöße einbauen. Aber ich sage ganz echt, die Schiffe helfen und ich glaube, die Flöße bauen wir halt auch in einem Durchgang. Muss ich halt auch alles erst noch designen.
Okay, es zieht auf jeden Fall Haltbarkeit. Ich dachte tatsächlich für einen Moment, Schienen würden keine Haltbarkeit bei der Spitzhacke ziehen, aber anscheinend schon. Hier, das passt. Na komm, und los. So, weh, die Katzen stoßen jetzt die Minecarts zurück. Ja, das lief doch bis auf den Anfang eigentlich ziemlich reibungslos. Sage ich wahrscheinlich jetzt. Und jetzt kommen sie wahrscheinlich schön wieder runter. Ha! Hättest du wohl gerne gehabt, hm? Ich hätte wahrscheinlich auch einfach mit einem Furnace-Minecart arbeiten können. Das wäre wahrscheinlich bedeutend einfacher gewesen. Kannst du dir also vorstellen, wie unangenehm Geschichtsunterricht sein muss, wenn. Also, so viel über die UdSSR hatten wir gar nicht da drin. So.
Wir schmeißen mal kurz das Brot hier rein. In diesem Schuljahr sehr viel drüber. Wir hatten, glaube ich, ein kurzes Segment über die Oktoberrevolution. Und ich glaube, das war auch nur ein Vertretungsunterricht. Hast du Abi gemacht? Ja. Drei, vier, fünf, sechs. Wie war das so? Was soll ich dazu sagen? Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. 17, 18, 19. Also litten bei der in der Schule habe ich gelitten. 20. 'Besser würde ich sagen, ist das Berufsleben als die Schule. Das kann man, finde ich, so pauschal nicht sagen. So, wenn die hier runterspringen, passiert da ja nichts. Oder sollte zumindest nichts passieren. Also schön ist das jetzt auch nicht. Willst du erst zur Schule gehen wollen oder deinen Beruf weitermachen? Beruf weitermachen, aber auch aus dem Grund, einfach weil gerade auch in der Berufsschule ich Lehrer hatte, die ihre Macht halt missbraucht haben. Also schön finde ich das jetzt hier nicht. Aber ich meine, es soll ja auch funktionieren, einfach nur als Villager Breeder. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. In meinen Testdingern hat es funktioniert. Was wir noch benötigen, ist ist ein Eisengolem.
spielen. Die Frage ist, wie sieht deine Beweislage aus, wenn du mit deinem Geschichtslehrer diskutierst? Meine Lehrer mögen das oft sowieso nicht. Das ist einfach so. Wir brauchen eine Schere. Habe ich eine Schere hier drin? Ja. Okay, also ich sehe da gerade deinen Absatz. Wobei auch selbst wenn Lehrer sowas sagt, das halt nicht. Also, ne, auch Lehrer können Sachen falsch auslegen. Also, so wie halt auch diverse Parteien gerne mal das Neutralitätsgebot der Schule so auslegen, dass Lehrer politisch in keiner Form Stellung beziehen dürfen. Das stimmt so eben auch nicht. So, ihr seid aber noch nicht so weit, dass ihr euch paaren wollt, warum auch immer. Nein. Okay, ich weiß zum Glück, dass Eisengolems, die von mir gebaut wurden. Nein, ich will ihn nicht töten, ich will den Block abbauen. Gottverdammt Spiel. Also, den ganzen Weg nochmal zurück.
Wobei, wenn wir schon zurück müssen, dann nehme ich auch die Schienen mit. Ich habe jetzt wirklich nicht die Konzentration, um irgendwas zu überprüfen, was du mir schickst. Also von daher bringt das eher wenig. Da fehlen Samen. Aus irgendeinem Grund. Was ich auch noch gemacht haben wollte, war ein Fass in den bei den einen Bauern unterzubringen. So, mal gucken, ob das was bringt. Ansonsten muss ich sie ja wegmachen.
So, das kann weg, das kann weg. Du kannst weg. Stadion. Ja, das stimmt. Soviel ich weiß, war das wirklich nichts anderes. Abgesehen davon, wenn man das als Beweislage nimmt, was sagt das dann aus, dass wir für Bündnisse mit China haben? Ich meine, wir zwar vielleicht auch jetzt nicht gerade eng, aber wir haben uns ja wirtschaftlich schon sehr von denen abhängig gemacht. Und ich meine, auch während des Zweiten Weltkriegs, ich sage mal so, es gab ja auch ein Rennen nach Berlin. Abgesehen davon, dass er dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland sehr im Kreuzfeuer zwischen den Interessen der Alliierten und der UdSSR war. So, diesmal sollte jetzt aber nichts passieren. Sehr gut. So, damit ihr nicht auf die Idee kommt, irgendwie Schutz haben zu wollen. Moment. So, du gehst hier rein. Am besten zusammen mit dem Zeug. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt, ob das funktioniert. Weil sehen müssten sie die Betten ja. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wo ist sie hin? Als ob sie jetzt hier unten ist. Nein, hier bist du. Na komm, ab ins Bett, ab ins Bett. Würdest du bitte? Warte, wir gucken mal, dass wir schlafen, damit sie nicht die ganze Zeit schlafen will, beziehungsweise auch nicht kann. Hallo, geil. Du hast einfach glatt einen Be Beruf angenommen, aus irgendeinem Grund. Kannst du? Ich hasse Villager. Habe ich das schon mal erwähnt? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Villager absolut hasse? Nützlich, aber strunzdumm.
Was machst du jetzt, hä? Guck, dass du nach oben gehst. Ja. Ja. Teilt erstmal euer Winter. Macht das ruhig. Nur wieso funktioniert das jetzt nicht? Warum seid ihr nicht im Love Mode? Ich schau mal kurz in meine Screenshots von der ganzen Geschichte. Braucht ihr freien Himmel? Also braucht ihr Platz nach oben? Ich meine, die Betten hier könnten sogar nutzlos sein, weil ein Villager muss darauf hüpfen können. Also sind die hier wahrscheinlich sogar komplett für die Tonne. Falltür könnte auch am falschen Ort sein. Boah, haut ihr wohl ab? Jetzt ist also aus irgendeinem Grund. Ja, Love. Lasst euch von mir nicht stören. Es ist ein Junge. Da freut man sich doch. Herzlichen Glückwunsch, das erste von euren vielen Kindern.
Also es lag anscheinend an der Falltür, die an der falschen Stelle war. Und wegen der anscheinend die Villager dachten, sie könnten nicht an den Wasserstrom und auch nicht an die Betten dahinter. So, jetzt haben wir ewig lange hier rumgeeiert mit Sachen, die ich eigentlich schon längst gemacht haben wollte. Aber ich will eigentlich was ganz anderes machen. So. Ja, das ist okay. Boom. Jetzt müsst ihr auch das Geschlecht so bestimmen. Okay, ja, stimmt. Er, sie, es ist relativ androgyn. Wichtig ist ja nur, dass das Kind gesund ist. So, anyway. Es wird Zeit für Magie. Wir haben hier unsere tolle Fischerhütte. Brauchen Sand. Haben wir auch Sand hier? Ja, haben wir. So, das Ding ist, hier musste ich ein bisschen gucken. So, wie man sieht, ich kann jetzt einfach Spray-painten sozusagen. Und es macht sogar direkt die Ausrichtung korrekt. Man muss nur ein bisschen schauen. Beziehungsweise man muss auch gucken, weil mit Easy Place das manchmal ein bisschen ungünstig ist. Also man sieht, ist das geil oder ist das geil? Chain. Warte, Chain hatte ich auch irgendwo. Haben wir leider 20k. Ich glaube, du wirst auch demnächst mehr Gelegenheiten haben, das einzulösen. Einfach weil ich die Slots neu plane. Okay, das kriegt das Spiel nicht immer hin. So. So, ich muss hier mal kurz mit ohne Easy Place nachhelfen. Das ist manchmal ein bisschen ungünstig. Ja, gerade mit den Lagen ist das immer
Oh, wie ging das nochmal mit? Ich habe den Hotkey vergessen, womit man Easy Place halt nach Lage machen konnte. Ne, das ist ein Mini-HUD. Das mit diesen Event-Markern finde ich schon mal nicht gut. M plus Page Up ist Layer Mode. So, wir sind hier auf Höhe 65. Ah, das ist wundervoll. Also, da haben wir es. Erste Fischerhütte. Was man sich halt jetzt überlegen kann, ist, ob man. Wir müssen die Beleuchtung hier regeln. Easy Place Mode off, bitte. Also ich finde, das hat was. Und das ist nur der erste. Wir haben ja insgesamt drei von den Dingern hier geplant. Das heißt, die nehmen wir schon mal mit. Da, ich wollte schon sagen, wo ist meine Lichtkiste? So, wir können es nochmal durchgehen gerade. Aber soweit sieht das gut aus.
Das Problem ist, dass Easy Plays auch gerne mal verhindert, dass ich Sachen tue. Das müssen wir uns irgendwie noch dazu reimen. Aber es ist auch so nice, mit Easy Plays kann ich einfach problemlos kann einfach problemlos Sachen in der Luft platzieren. Hallo? Was heißt denn Prevented by Easy Play? Achso, weil ich die Dings gar nicht in der Hand habe. Beziehungsweise gar nicht im Inventar habe. Der ist heu. Nice. Das war es soweit. Damit haben wir die erste Getreidefarm. Moment, wir machen es aber anders. Hier kommt schon eine richtige Lampe. Kein offenes Feuer auf Heu. Also so dämlich sind wir nicht. Jetzt bräuchten wir nur noch die Möglichkeit, hier die Felder ordentlich zu machen. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Na? Brauchte ich echt nicht mehr Stripped Oak? Anscheinend nicht. Eine Tür bräuchten wir vielleicht noch. Aber wobei Tür machen wir ja sowieso erst, wenn da jemand drin wohnt.
Das Problem ist halt eher, dass die Fässer hier, das stört mich ehrlich gesagt noch, dass die Fässer hier, wir machen hier keine Fässer hin. Wir machen es anders. Tschüss, Fässer. Wir machen hier Kompost dahin. Aber an die kommt. Das ist blöd. An die kommt. An die kommen sie ja nicht dran, wenn die einmal da drin sind. Das Core Dirt braucht ja Dings, das braucht ja Keys. So, wir brauchen hier keine Glowstones zu vergraben.
Oh, das ist so wundervoll. Nee, hier war kein Fenster. Was habe ich in der anderen als Lichtquelle gemacht? Gar nichts, das ist nicht gut. Aber wir machen indirekte Beleuchtung. Tschüss, Kartoffel. Und hier auch. Wir brauchen mehr Inventarplatz. Ich meine, ich habe mein Inventarmanagement durch diese Maßnahme mit dem Easy Place ja schon deutlich reduziert, aber holy shit, ist das schlimm. Ah, das hier ist die Ziegenzucht.
Imagine, wie der Chat jetzt abgehen würde, wenn du S4 streamen würdest. Ja. Am Ende ist es doch sehr spielabhängig. Aber wahrscheinlich gibt es demnächst auch wieder mehr Siedler-Streams. Weil mein bisheriger Plan wird wahrscheinlich in naher Zukunft eh nicht mehr aufgehen, aber vor allem kommt halt auch hinzu, dass es selbst unter den aktuellen Bedingungen so nicht weitergehen kann. Oh, das ist geil. Dark Oaks Lab. Wow. Immer diese Viecher. Okay, das ist eine. Ist das eine Bottom Slab oder nicht? Man muss sagen, Honig klingt einfach schon extrem nice. Kommst da rein. Ich wüsste, dass ich jetzt zum Beispiel mit Easy Place keine Schulkerboxen öffnen kann, also ich muss ständig wechseln.
Na. So, das hier ist halt ein bisschen sehr uncool, aber sonst könnten die Ziegen da rausspringen. Das ist halt etwas, was ich mir noch wirklich überlegen muss, wie ich das handhabe, wenn wir hier Ziegen hinbringen, weil ich finde es nicht so cool mit dem, mit den, generell, also mit dem Ganzen. Ich finde es nicht so cool, dass wir hier das haben müssen. Okay, also noch zwei. Was sagt die Rückseite? Hier. Super, dann haben wir das auch. Hier waren sogar noch Slabs drin.
So, irgendwo war noch der. Genau, ja, das ist der, den wir für die Fischerhütten brauchen. Na. Das war falsch. Hier. So, so. Dann kann ich das wieder aufnehmen. Nice. Also das geht ja mal echt in Windeseile hier.
Ja, worum ich mich halt dann offscreen kümmern muss, ist, die sind die Felder. Aber das ist okay. Revolutionäre Ungeduld. Ich kann mir was drunter vorstellen, ja. Ja, okay, doch, das ist richtig. Wer bist du denn? Tschüss. Das eine gute Idee wäre, einen Kürbis mit Flug der Bindung aufzusetzen. Ist klar. Natürlich. So, dann machen wir einmal hier.
Moment, das können wir auch noch reinpacken. Du musst für x Minuten einen Kürbis aufsetzen. Das wäre sogar gar nicht mal so uncool. Nice, damit haben wir unsere Getreidefarm minus Getreide. Ja, ich bin so fett, ich brauche mehrere Discord-Accounts. Okay.
Moment, wir brauchen noch. Genau, wir brauchen das hier. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch die Ketten. Stimmt, die waren auch gestackt, deswegen habe ich sie jetzt nicht dabei. Die Meinung von dicken Menschen hat mehr Gewicht. Ich war jetzt gerade ein bisschen sehr darauf konzentriert, was ich hier tue. Auch die Treppe. Das ist einfach wie Spraypainten hier. Acacia Plants, was? Ach so. Na, nein. Wusstest du schon, dass du coole Items bekommst, wenn du einen Warden umarmst? Das sieht jetzt halt ein bisschen komisch aus. Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Heuballen. Und irgendwo habe ich was vergessen. Hier ist nämlich auch irgendwo noch ein Wasserwerk, was gebaut werden muss. Hier. Oh, mit dem Terrakotta ist das auch sehr geil.
Ja, aber als Kind rausgefunden, dass man einen Eisenbohlen baut. Ich finde, das ist etwas, was man halt durch Probieren rausfinden könnte. Ich weiß aber nicht, ob es irgendwas im Spiel gibt, was einem das andeutet. Meine, den River sieht man ja zum Beispiel auf rotem Sandstein abgebildet. Okay, wir haben zu wenig von dem Zeug. Also ich finde es gerade selbst mit Easy Place sehr nervig, das alles immer planen zu müssen. Smooth Sandstone Stairs habe ich, glaube ich, bewusst nicht eingeplant. Gesetzt. Noch habe ich mich eventuell etwas erschreckt. Ich habe mich mal vor Squids, also vor den Tintenfischen erschreckt. Meine Medikamente nehmen. Ich ist schon, dass ich vergessen habe. Bitte? Nein, wobei ich gerade überlegen muss, ob ich meine genommen habe. Ich meine aber ja. Ich probiere im Moment auch ein Medikament aus. Das machen wir mal so. Mir gefällt gerade nicht, dass uns tatsächlich was fehlt.
Hallo, wie geht es dir, lieber Papagei? Okay, und das sind Smooth Sandstone Stairs. Also irgendwie passt das vorne und hinten nicht mit dem, was ich hier gemacht habe. Was habe ich denn hier bitte für einen Scheiß geplant? Hat Sandstone habe ich, aber das bringt uns auch nicht weiter. So, das hier ist der Metzger. Oh, der ist lustig. Oak Planks. Oder 3-Volt-Typen.
Hat Sandstone was? So. Hab's auf den Boden geschmissen. Nein. Chiseled Sandstone. Ja, haben wir hier. Und das und das. Ziemlich alle Medikamente, die ich nehme, haben plötzlichen Tod als Nebenwirkung. What? Hat das nicht eigentlich im Prinzip dann jedes Medikament irgendwie drin? Allein schon einfach zum Haftungsausschluss? So, Moment, wir haben hier noch ein paar Sandsteine mehr rausgekriegt. So, die Mühle, die gefällt mir eigentlich mit Abstand am wenigsten. Was haben wir hier? Polished Andesite. Dark Oak Planks, Dark Oak Trapdoor. Dark Oak Trapdoor habe ich, aber nicht Dark Oak Planks. Warum nicht? Und was habe ich sie hier drin, aber...
Ich merke, ich war bei den Materiallisten hier zum Teil nicht mega gründlich, glaube ich. Aber doch hier. Das ist wirklich uncool. Ob das schon der Teil mit der Mühle war. Ernst gemeinte Frage, wo sind meine, ist mein Scaffolding hin? Muss ich jetzt hier wieder Glitzermelone und dafür habe ich hier eine leckere Cola machen. Ist klar. Habe ich jetzt total Bescheid? Warum habe ich denn nirgendwo mehr die, Ich hatte doch vorher in meiner Schulkerbox mindestens mal drei Stacks mit Scaffolding. Meine Leitern habe ich, das ist kein Thema. Ja, ich muss sagen, ich finde, die Mühle ist überhaupt nicht gelungen.
allem ist das Ding halt auch im Inneren winzig. Das ist auch wirklich mit Abstand das Gebäude, mit dem ich am wenigsten zufrieden bin. Nee, das ist alles. Weißt du, wann mit einer sozialistischen Revolution zu rechnen ist? Da bin ich überfragt. Ich werde es glauben, wenn ich es sehe. So, wir haben hier Sandstein. Das ist super. Ach ja, die Bäckerei wird übrigens auch funktionsfähig, mehr oder weniger. Muss eine kommunistische Partei geben, die muss geschätzt über 35% der Stunden haben und der Stimmen haben. Und wenn das erreicht ist, wird bei Nestle einmarschiert. Da hätte ich nichts gegen einzuwenden, weil fuck Nestle und so. What?
Achso, das ist einfach, dass ich da Dings reintun kann. Aber da fehlt uns ein Hopper. Zum Glück habe ich ja noch welche auf Reserve. Was? Hatte ich doch noch einen Hopper in der Inventar? Bin ich jetzt total bescheuert? Anscheinend. Meine Zurechnungsfähigkeit lässt nach, wie ich sehe. Ich will jetzt trotzdem gerne mal wissen, wo mein Scaffolding gelandet ist. Dieses Easy Place ist manchmal wirklich nervig. Rein, rein. So, auf das Terrakotta-Muster bin ich relativ stolz. Okay, anscheinend ist da unten nichts eingeplant. Wenn man jetzt theoretisch hier Kohle reinfüllt, könnte man hier Essen braten. Und das dann hier in der Kiste abholen. Also es ist funktionsfähig. Ja, mit der Bäckerei bin ich auch relativ zufrieden. Ich frage mich jetzt nur, wo das eine... Wo die eine Falltür, oder ob ich einfach nur zwei eingeplant habe, weil sowieso zwei rauskommen. So, hier ist auch noch eine Baustelle für ein
Ein mittleres Wohnhaus. Aber dafür haben wir jetzt nicht das Material. Wir haben noch eine dritte Fischerhütte, die wir bauen können. Und wir müssen die Straßen noch ziehen. So, das Lagerfeuer leuchtet bis hier unten. So, hier drüben führt erstmal noch kein Weg hin. So, easy place und go. Auch wenn ich überlege, mich politisch weit mehr zu engagieren, wird das auf meine eigene Weise laufen.
Moment. Boom, boom. Ja, unter Umständen kann man mich da einordnen. Als ob mir jetzt, ich wollte schon sagen, ich hatte doch vorhin so massiv viel. Es ist wirklich extrem krass, wie schnell mit Easy Plays das geht. Jetzt wissen wir, die Siedler haben Mods drin. Ja, also das hier ist wirklich eine Mod. Also wenn man die gleichen Sachen immer wieder baut und deshalb dafür eine Schematik sich gemacht hat, ist das absolut wundervoll. Vor allem dieses ständige Inventar wechseln fällt halt damit komplett weg. Das heißt, du hältst drauf und du spraypaintest im Prinzip die Blöcke. Hätte man dich dort schon einordnen können, bevor ich dauernd über das Thema geschrieben habe. Ja. Wo ist der Elytra hier? Also, so langsam nimmt es doch Gestalt an. Also gerade hier drüben. Wenn man jetzt noch die Straßen durchzieht und hier ein paar Villager rumlaufen, ist es schon wesentlich belebter. So. Da bin ich mal gespannt, wie das sich äußert mit der Aufnahme. Das sollten ja etwa 2 Stunden Material sein.
Also bei der Replay-Mod-Aufnahme. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch die Straße hinkriegen. Und die generell mal ein bisschen aufräumen können. So, und was wir noch machen müssen, ist das Wasserwerk zu Ende bauen. Und unser Inventar wieder sortieren, weil holy shit, ist das jetzt durcheinander. Ich bin noch mal gespannt, was für ein Villager hier wohnen wird. Weil Wasserwerk, ich weiß nicht, welcher Berufsgruppe ich der das zuordnen würde. Der Sozialismus hat einen besseren Ruf haben als der Kapitalismus. Und wenn man Ostdeutschland mit reinrechnet, könnte ich mir sogar das fast vorstellen. Also das hier wird eine Aufnahme sein, wo ich danach froh bin, wenn mein Sozialsystem das alles für mich einsortiert. Auch die ganzen einzelnen Versionen von Terrakotta und Wolle. Huch. Hier war noch eine Schiene. Weißt du, Ostdeutschland wird einfach ausgelassen. Wer weiß. Wie, du kannst kein Ostdeutsch. Aber wir machen es einfach so, dann ist es ein bisschen ebener. In den USA. Die USA hatten halt auch den Red Scare. Also da
Ist, außerdem gilt da ja so, gilt ja auch da schon Bernie Sanders als sozialistisch und ich nehme nur so, ja, nein. Der Mann wäre hier vielleicht Mitte SPD. Die Amis sind dagegen, mehr Rechte zu haben und besser behandelt zu werden. Ja, vor allem, wenn es um ihre Waffen geht. Weil, weißt du, was Kinder in der Schule üben sollten? Brandschutzübungen. Was üben die in Amiland? Amokläuferübungen. Na. Und was mich immer so irritiert, ist, dass die Amis ja wirklich sehr auf Freiheit und Eigenverantwortung und diese, na, zweiter Verfassungszusatz, jeder darf eine Waffe haben. Aber dann darfst du erst mit 21 Alkohol trinken. Aber hast eigentlich alle anderen Rechte, die du halt als Erwachsener hast, halt auch schon mit 18. So, das ist ja nicht mal nur, dass einfach generell du erst mit 21 richtig volljährig bist. Du darfst ja vorher auch schon wählen und so. Ich meine, nachdem in welchem Staat du wohnst, darfst du auch mit 14 schon Auto fahren. Weil es da halt auch einfach erforderlich ist, dass du das früh lernst, weil du sonst einfach nicht zur Schule kommst. Aber zum Beispiel, was auch so eine Sache in Amerika ist, die hier nicht durchkäme. In Amiland sind, so viel ich weiß, Fahrschulen ziemlich unüblich. Normalerweise lernst du halt Autofahren halt entweder von älteren Geschwistern oder halt von deinen Eltern. Ja gut, die Amis beziehen ja sowieso gerne alles auf Gott. Dafür, dass sie ja eigentlich ein Land ohne Staatsreligion sein wollen. Das ist ja auch ein Grund, warum die Pledge of Allegiance da, also der Flaggenschwur, ja so auch bei denen so kontrovers ist, weil es ja One Nation Under God enthält.
Moment, dich mal wieder dahin. Ja, dass man auf Wahlversprechen nicht so viel geben kann, ist sowieso nichts Neues. Okay, das sieht so kaputt aus. Lass mich raten, Stalin oder Lenin? Hau ab, Mann. Oh je, das ist gerade aber wirklich viel. Ich meine, wir haben die Straßen ja schon vorgeplant, aber ständig dieses Werkzeug wechseln. Ich glaube, Xezuma hat ja vor einer Weile ein Video zum Thema gemacht, dass das nächste Minecraft-Update unbedingt ein Inventar-Update sein sollte. Noch ein paar Mods gezeigt, die an denen man sich orientieren könnte. Aber ich habe leider bis jetzt nichts gefunden, was ich bereit wäre, wirklich in Hardcore zu integrieren. Ich meine, ich habe eine gesehen, die Inventarsortierung betreibt. Das sah ganz interessant aus, aber fand ich ein bisschen komisch einzustellen.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Und so wie es scheint, kommt es anscheinend auch wirklich nicht von Microsoft mit dem Update. Also nach dem, was ich teilweise höre, ist es tatsächlich, es ist einfach nur wirklich zwei, drei Leute bei Mojang, die einfach einen riesen Stock im Arsch haben. Also updaten werde ich vielleicht, wenn es entsprechend Mods gibt. Ich meine, ich spiele nicht mehr Multiplayer, aber ich habe da wirklich keine Lust drauf. Du sprengst mir nichts weg, mein Freund. Ich bin echt gespannt, wohin das noch führen soll, weil der Widerstand ist einfach zu groß. Minecraft nimmt gerade massiven Schaden dadurch. Zumindest bei den Leuten, die halt bei sowas aufpassen. Hallo?
Ah, hier hatten wir sogar schon direkt mit drei Dingern gearbeitet. Sehr gut. Wenn nicht ständig diese Lianen im Weg wären, durch die ich dann halt immer mit der Schaufel halt nicht richtig abbauen kann, da wäre ich sehr dankbar für, wenn der Dschungel einfach damit aufhören könnte. Meinst du, soll ich versuchen, den Wikipedia-Artikel über Stalin umzuschreiben? Nein. Weil selbst wenn du zu 100% recht haben solltest und das belegen kannst, ist Wikipedia geführt von der deutschen Kleingartentruppe, die deutsche Wikipedia auch massiv zurückhält. Das Englische würde ich dir auch nicht empfehlen, weil du hast da auch da Leute, die das alles gut belegt haben. Wo ist die Schulkerbox hin?
Moment, das hier muss auch nach unten. Ach, hier ist das mittlere Wohnhaus. Ich dachte schon, haben wir ein Gebäude vergessen. Durchgehen könnte es, ist ja die Frage, ob der Zentralrat der deutschen Wikipedia-Fliesentischbesitzer den Artikel für relevant genug hält. Das ist, wie man sagen könnte, russisch Roulette. Moment, kriegen wir das da drüben vielleicht ein bisschen schöner hin? Hey, es ist doch Tag. Du müsstest freundlich sein. Immer diese Arachniden.
Ich habe so eine Ahnung, dass der Wikipedia-Artikel zu Stalin schon relativ lang ist und sich wahrscheinlich auch Schüler für ein Referat das Ding nicht komplett durchlesen. Na.
Dieses. Entweder sind Lianen im Weg oder das ganze Gestrüpp, was auf dem Gras wächst. Und vor allem hat das Gestrüpp auch noch den gleichen Sound, wenn man es zerstört, wie das Gras. Achso, hier ist das Dings. Würde ich mir anschauen, ja. Ich würde aber auch gerne mal eine gute Dokumentation zu dem Thema finden. Vielleicht auf Nebula oder so. Einmal schlafen. Thank you.
Moment, das ziehen wir noch ein bisschen runter. Na. So, theoretisch könnten wir jetzt noch versuchen, hier einen Weg zu ziehen. Oh nein, bitte nicht. Bambus ist eine Plage. Weg damit. So, wir leuchten das mal aus. Einfach im Interesse der Sicherheit. Der Panda geht aber auch nirgendwo hin. Immer wenn ich hier reingehoffe, ist er gerade da und ist sich am Kugeln.
Ah, hier geht's. Hier ist noch ein bisschen, was man machen kann. Hallo Angler. Okay, ich glaube, das klang wahrscheinlich jetzt gerade extrem komisch, weil ich in dem Moment, in dem ich angefangen habe zu husten, direkt den Mute-Button geklickt habe. Hat man nicht gehört. Okay, sehr gut. Das klang wahrscheinlich, als würde ich gerade verrecken. Insel Phoenix Wright, die Spiele sagen mir was, ja. So, pass auf, das sind 7, 7, 5, 14, 24 bräuchten wir, glaube ich, oder? Dann ist auch das Wasserwerk jetzt fertig.
Wo war denn jetzt? Hier. Also, ja, hier ist die Dings. Die Ziegenzucht. Okay, Moment. Das kann ich so aber nicht stehen lassen. Ja, das sieht doch schon mal wesentlich prägnanter aus. Ich denke, das ist okay so. Das reicht aber dann auch für heute, weil wir sind jetzt auch schon fast 4 Stunden dran. Wir haben einiges geschafft, denke ich. Also ich glaube, da ist ein schöner Timelapse draus geworden, hoffe ich zumindest jetzt. Wenn ihr das in den Highlights gesehen habt, dann sehr gut. Die Straßen haben wir damit auch noch gemacht. Was ich jetzt noch mache, ist halt Inventar
aufräumen, weil das ist jetzt richtig viel Müll reingekommen. Und irgendwas wollte ich noch gemacht haben. Komme ich aber jetzt nicht drauf. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.